So, jetzt sind wir angekommen. Ich schon fast gedacht, so jetzt uns zu Hause war top Wetter, Sonne 18 Grad. Ja, es nieselt halt ein bisschen, aber sonst auch top Wetter, schön warm. Jetzt hier in Meldewitz am Test. Dieses Jahr start woanders. Das heißt, bin gespannt, wie es ausschaut und ein bisschen was anderes. All I ever wanted was your love. When all you ever did was break my heart. And all the things I said, I want them back. And all your lying I wish to forget. Ach guck mal, da ist noch eine. Nein, das war schon richtig, das war schon richtig eigentlich.112, der Karl Weide, ebenfalls HDM Team Strom und von BMZ Constituents Racing Team die 608 der Felix Melnikov. Tim ist gleich oben an der Motorverstrecke, bin ich. Durch welches Tor muss ich durchfahren? Rot. Sicher? Ja. Also Dennis, Standard gesagt, hier spiegt rüber, da spiegt rüber und du liegst auf dem Moped, alles was die Leute über so tiefe Rillen rüber, wieder in die andere Richtung, so einfach. Oh nee.
Wir müssen immer da durchfahren, ja. Die Runde, die wir gerade beenden. Ja. Noch gar keine Matte. Also, da war noch gar keine Zeitnahme aufgebaut bei der eigentlichen Seite. Also bei der roten. Ne, jetzt mit Gelb gefahren gerade. Ja. Felix, soll ich was machen? Bei der roten war noch nicht mal eine Matte da. Also. Felix, soll ich was machen oder machst du dein Cover? Tanken kannst du schon, das ist sehr gut. Felix, das bist du hier, Felix. Ne? Ja. Die Kartoffel? Ja. Ich denke, ja. It's all feel right, like something that I lost, I want it back. Oh, why, God knows I tried. I close my eyes, I can't get you out of my head.
einen Felix, den habe ich schon gesehen. Er drängelt sich noch. Der ist nicht weit mitgefahren. Wo ist der Florian? Ist der trotzdem da? Er ist leider verletzt. Unsere Six Days Mannschaft, einmal die Damenwertung und die Junior Trophy. Ja, und dann Florian Brauns, der auch das Mambo Blade des führenden MB-Championat im deutschen Enduro-Pokal hier mit in Empfang nehmen darf. So, wie man sieht, schon nicht mehr in Deutschland. Sonne, T-Shirt, gutes Wetter. Wir sind schon in Italien zur Europameisterschaft. Ja, zum letzten Wochenende zur deutschen Enduro-Meisterschaft in Dahlen. Ja, war ein schwieriges Wochenende. Ich bin wie eigentlich immer in der ersten Runde gut zurechtgekommen, gut in den Tag gestartet. Aber dann, ja, durch die Schlammlöcher hat extrem meine Gabel angefangen zu sauen. Und ich hatte das Gefühl, das ganze Öl war raus. Es gab schon richtig metallische Schlagen vorne. Und ja, dann Anfang der zweiten Runde hat es hinten auch schon angefangen am Dämpfer, dass ich da einfach kein gutes Gefühl hatte und das extrem geschlagen hat. Und ja, dann hatte ich da mal geguckt und oben die Schraube hat sich trotz Schraubenkleber und Formrennen kontrolliert gelöst und hatte sich so verkeilt, dass sie wieder raus noch reinging. Ja, und somit war es dann echt tricky zu fahren. Und ja, dann auch noch meine Bremsscheibe verbogen, musste ich auch noch wechseln vom letzten Test. Also ist echt eine ganze Reihe an Verkettungen von blöden Ereignissen gewesen an dem Tag. Aber ja, leider habe ich dadurch noch ein paar Positionen im Championat verloren, wo ich am Anfang des Tages mich ganz gut gefühlt habe und ganz gut dabei war. Aber so musste ich am Ende des Tages noch da ein paar Positionen leider abgeben und ja, nicht ganz da gelandet, wo ich mir am Anfang des Tages vorgestellt hatte, hinzukommen. Aber ja, jetzt abhaken, nächstes Wochenende, und jetzt freue ich mich schon hier. Italien, gutes Wetter.